Moin zusammen, hier ist euer Henri. Wir sind zurück in Gallien bei unserer Camilla, wo wir jetzt im Krieg sind mit einem gallischen Stamm, mit den Helveti, und wir sollen unsere Legion ausschicken, um den Angriff auf sie zu beginnen. Das heißt, wir werden hier nochmal nach Narbonensis, westliches Narbonensis, dort zu unserer Legion zurückkehren, denn ich denke, wir müssen wieder neue, oder wahrscheinlich eher die alten Centuriones. Sehen wir das noch bei unserer Legion? Ja, sie hat ja da eigentlich noch ihre Spezifizierung. Naja, wir werden sehen. Aber auf jeden Fall müssen wir, glaube ich, auch neue Prätorianer bestimmen und so weiter. Das heißt, wir werden jetzt hier ins Lager marschieren, dann auch verschiedene Aufgaben verteilen und dann werden wir mal hier uns nach Nordosten wenden. Ich denke, was wir mal machen werden, ist hier an diesem Punkt nochmal, an diesem, ja, wie nannte sich das denn? Leuchtturm oder so etwas? Ein Observatorium, genau. Vorbeimarschieren, weil wir dann hier ja noch einiges erkennen. Hier haben wir Siedlungen. Hier wurden noch irgendwelche Schätze entdeckt hier oben. Ich denke, da werden wir aber noch hinkommen. Okay, das heißt, wir machen uns jetzt hier auf den Weg zurück. Wenn hier durch die gallischen Wälder uns schlagen. Nemesis. Trotz der Schönheit der Landschaft passiert es schnell, dass die Gedanken beim Reisen abdriften. Ihr habt eine Region mit schwierigem Gelände erreicht und der Pfad ist verschlungen und verzweigt. Als würden eure Gedanken die Umgebung spiegeln, bevölkern zahllose Überlegungen zu Truppenbewegung und zu Politik euren Geist. Ihr schreckt aus euren Gedanken auf, als ihr das dumpfe Geräusch von Pfeilen vernehmt, die abgeschossen werden. Ohne nachzudenken stürzen sich eure Prätorianer von ihren Pferden und heben ihre Schilde. Dadurch entgehen sie dem schlimmsten Beschuss. Eieieiei, geht das schon wieder los? Ihr könnt euch nicht beherrschen und malt vor Wut mit den Zähnen, als ihr seht, wer da aus dem Dickicht tritt. Es sind ganz eindeutig Römer. Es ist Vixi. Also auch die sind hier unterwegs. Ihr habt keine Zeit, eure Leute um euch zu versammeln. Ihr müsst gemeinsam mit den Männern kämpfen, die zufällig in der Nähe waren, als Vixi angriff. Ach, die Legio Vixi. Also ist das nicht die einzige, die offizielle Legion, nicht die einzige, die Loco hier befehlt. Es ist jetzt wieder nachts hier. Nein, aber wir sind hier in den gallischen Wäldern. Was heißt denn jetzt giftig? Angriffe verursachen den Effekt vergiftet, wenn die Zielperson beim Angriff Lebensenergie verliert. Oh, das ist ja ganz nett. So, wehrt genug Vixi-Attentäter ab, dass sie fliehen und sich zerstreuen. Neun müssen getötet werden. Okay, wir sind hier auf so einer Anhöhe. Hier unten läuft so ein Fluss. Oh, was für eine herrliche Landschaft hier, so eine Klamm. Hier haben wir schon einen Anführer, ist allerdings auch nur ein Plänkler. Und die Bogenschützen? Nein, die sind relativ lang, relativ einfach ausgestattet. Ja, dann würde ich sagen, wir schlagen uns hier durch und schlagen hier eine Schneise rein und konzentrieren unseren Angriff auf eine Seite. Mit der bekannten Front. Julia hat hier, glaube ich, einen guten Platz. Der Ernährer kann noch hier hin und der gute Synoros steht vielleicht da ganz gut. Ja, die Feinde handeln zuerst. Aber die würden kommen nicht bis hier oben hoch, denke ich. Formation beibehalten! Lasst uns sie mit allem angreifen, was wir zu bieten haben! Ja, so viel dazu. Formation! Vorrücken! Auf in den Kampf, Brüder! Mir nach! Ach, der springt ja glatt mal über den Fluss rüber. Information! Roma Invicta! Naja, Roma. Ach! Da sind auch noch welche. Formiert euch! Folgt mir im Namen Roms! Ja, der mit seinem Schild ist natürlich der unschönste. Gut, aber das ist natürlich nett, dass hier schon mal direkt einer steht. Dann gehen wir mal mit
Julia hier vor und ja, können dann schon mal hier so ein Pfeil 15 bis 19, damit ist das schon mal fast eine safe Sache hier. Aber es wäre vielleicht ganz gut, auch ihren Angriff am Ende wiederherzustellen. Ja, wir fangen mal mit dem hier an. Der ist anfällig gegen durchbohrenden Schaden. Durchbohrenden Schaden kann leider unsere Dianera nicht so gut, aber durchbohrenden Schaden kann doch unser, jawohl, unsere Synaros. Es zerfetzt auch noch Rüstung. Ah, da läuft er so rum. Nee, das finde ich nicht gut. Lieber so rum, bitte. Das waren jetzt leider nur 13. Jetzt müssen wir auf die andere Seite nochmal gucken. Ja, die haben noch ein bisschen Weg vor sich. Okay. Wer hat denn noch was Durchbohrendes? Camilla hat leider nur Wuchtschaden. Wir könnten natürlich jetzt nochmal hier ins Kriegshorn blasen. Ist vielleicht für den Anfang nicht schlecht. Jetzt haben wir natürlich den Angriff von Synaros da schon mal nicht gut genutzt. So, durchbohrenden Schaden hat auch Caeso. Bis 11 reicht aber immer noch nicht. Was hat er hier noch entdeckt? Okay, das ist das mit den Fernkampfangriffen. Das waren jetzt nur 11. Ah, 12 mit 76%. Können wir uns hier rausbewegen? Nee, können wir nicht. Ah, komm, wir brauchen ein bisschen Glück. Uff. Zack, die rüber ab. Gut, dann geht's hier weiter mit Bestia. Der hat keinerlei Resistenzen. Das waren schon mal 17 Schaden, das ist sehr gut. Wie viel hat er jetzt noch? 5. Ja, das reicht ja vielleicht sogar aus. Damit hat er auch noch wieder einen Aktionspunkt. Sehr schön. Dann gehen wir hier weiter, nehmen uns den vor. Das sind jetzt 18 Schaden und dann kann Julia hier vielleicht dann den Abschluss machen. Damit ist auch ihre Aktion wiederhergestellt und sie kann dann den hier noch angreifen. 17 bis 22 mit ein wenig Glück. Leider nur 19. Vergiftet und blutend. Das heißt, der dürfte es nicht groß machen, ehrlicherweise. Okay, jetzt die Frage, wie positionieren wir uns? Ich habe gesagt, wir gehen in diese eine Richtung vor. Das heißt, ich würde sagen, wir nehmen Caeso hier als unseren Turm in der Schlacht. Der geht hier vor. Dianera können wir vielleicht so ein bisschen als, ja, wie eine Art Eingreiftruppe hier im Hintergrund halten. Camilla kommt hier rüber und Synaros, oh, der kann jetzt gar nicht mehr so weit laufen, läuft jetzt noch bis hierhin. Und dann können wir unsere Runde erstmal beenden. Ich glaube, wir haben jetzt nichts. Ja, wir könnten jetzt noch ein Pilum einsetzen, aber das finde ich jetzt nicht sinnvoll. Wir könnten hier noch ausweichen. Wie viel Fokus hat er denn momentan? Sehen wir das? Nee, ehrlich gesagt nicht. Finte brauchen wir jetzt auch nicht. Ja, die Wurfmesser, glaube ich, so weit kommt er nicht, ne? Bis hier unten hin. Nee, das macht jetzt hier, glaube ich, auch keinen Sinn. Caeso kann auch nichts machen. Nee, okay, dann beenden wir die Runde. Gift und Blut, genau. Die mühen sich am Schild ab und die dürfen jetzt eigentlich ja gar nicht mehr rankommen. Wir haben eine gute Enge, die wir hier verteidigen können. Also gut, Leute, rein mit uns!
Formiert euch! Folgt mir im Namen Roms! Okay, 22. Wir müssen jetzt darauf achten, dass wir hier möglichst die Aktion wiederhergestellt bekommen, damit wir hier mit Caesar uns ein bisschen vorarbeiten können. Entsprechend, oder können wir hier mit Sinneros was machen aus dem Hintergrund? Kommt er da ran? Also nicht von da, aber wenn wir mit ihm dort hingehen, sind das die drei Hexfelder? Nee, da kommt er leider nicht ran. Okay, dann müssen wir hier mit Julia anfangen. Mit bisschen Glück schafft sie es direkt. Leider nur 17, jetzt ist auch der vergiftet. Betrifft mehrere Ziele. Können wir das hier gut einsetzen? Ich glaube nicht. Wir können hier direkt vorrücken. Schiebt das Ziel ein Hexfeld von euch weg und bewegt euch dann vorher auf das besetzte Feld. So, damit ist hier die Aktion wiederhergestellt und er mag es nicht, mit Hiebschaden angegriffen zu werden. Das ist doch gut. Ach, aber das war trotzdem nur ein Streiftreffer. Okay, das ist unangenehm. Jetzt ist allerdings die Frage, jetzt müsste doch Sinneros hier durchkommen. Hier steht 0, aber 2 Ladungen. Schild hat er nicht. Jetzt ist natürlich die Enge so ein bisschen eigener Nachteil. Das muss ich auch gestehen. Wir könnten hier durchmarschieren, dann kriegen wir allerdings einen ab. Wir könnten zuerst das Ausweichen machen und dann hier durchgehen. Dann haben wir vielleicht eine Chance, dass wir hier nicht angegriffen werden. Wir werden ihn mal hier traktieren mit einem Pilum. Dann werden wir mal das Ausweichen machen. Und dann gehen wir mit ihm hier durch. Ja, war nur ein Streiftreffer, okay, ist nicht so wild. Und stehen jetzt vor dem hier. Weil wahrscheinlich ist es sinnvoller, ihn anzugreifen, auch mit Hiebschaden. 12 bis 18. 15 Schaden und jetzt blutet er, das ist ganz gut. 7 bis 10. Ja, war nur ein Streiftreffer und kann jetzt Caesar, nee, Caesar hat ja keinen Punkt mehr. Können wir jetzt mit Sinneros hier was machen? Ja, das müsste doch hinhauen. Oder mit Camilla. Da muss die da rumlaufen. Nee, das macht keinen Sinn. Ja gut, dann ist Sinneros unser Mann. Ach, das gibt's doch nicht. Auch das war jetzt nur ein Streiftreffer. Das ist ja unangenehm. Ja, aber den erledigen wir jetzt. Hier ist jetzt zumindest die Moral wieder gestiegen. Und jetzt können wir uns nochmal platzieren. Mit Caesar gehen wir hier noch einen vor. Ach, Camilla hat auch noch einen Aktionspunkt. Ach, damit war das vielleicht gar nicht so gut. Allerdings haben wir doch hier auch noch einen Angriff über zwei Hexfelder. Kannst du nicht von hier hinter angreifen? Nee, irgendwie muss sie dafür da durchlaufen. Aber sie kann ja nochmal einen Aktionspunkt wiederherstellen. Sie kann ja hier die begeisternde Rede für Caesar. Oder beziehungsweise, nee, keiner von denen ist schon ein bisschen down. Machen wir es für Caesar. Damit hat er seine Aktion wieder. Schaden, sehr gut. Und dann haben wir noch Deianera. Da ist jetzt ein bisschen die Frage. Die werden natürlich jetzt hier hochkommen.
Soll sie Julia abdecken? Oder sollen wir sie auch so ein bisschen hier runter bewegen? Sie könnte jetzt hier durchgehen. Kannst du sie noch irgendwo anders runterspringen? Ach, wir hätten ja auch die geeinte Front machen können. Das vielleicht als nächstes. Dann gehen wir mit der Janera hier drin. Und mit Julia hier um die Ecke. Und der Nera kann dann zumindest ein bisschen Rüstung improvisieren. Und dann sind unsere Gegner nochmal dran. Auf in den Kampf, Brüder! Mir nach! Okay, sonderlich viel Schaden machen die nicht. Drei müssen noch getötet werden. Die entscheiden sich schon für einen anderen Weg, weil sie hier unten durch die Enge nicht rankommen. Okay, und wir sind am Zug. Gut, das hier ist jetzt relativ simpel. Vielleicht können wir da auch noch mal was anderes machen. Die Kopfnuss. Uiuiui. Dann hier den Hieb. Das können wir auch hier. Da treffen wir jetzt auch beide tatsächlich mal. Der Letzte. Ja, und es muss noch einer getroffen werden. Kann Julia hier was machen? Trifft sie ihn? Jawohl. Tartarus mit all dem. Ich verschwinde. Ja, besser ist das. Okay, also wird die Wixie auch hier wieder eine Herausforderung werden. So, dann schauen wir, was wir hier aufsammeln können. Ein paar Leinen, das ist immer gut. Münzen, ein Ölkrug, ein Gladius, eine makellose Lorica Harmata 3. Das ist interessant. Eine Schwertklinge. Ein makelloses Haster 3. Ist es nicht so, dass... Okay. Camilla trägt schon eine makellose Rüstung. Dann glaube ich, können wir da nichts für sie tun. Und auch das Haster 3 ist hier nicht so spannend. Aber vielleicht, wer weiß, für die, auf die wir da noch treffen werden, die wir wieder neu für uns mit dazu holen. Aber ich denke mal hier normal, das werden wir auf jeden Fall, das werden wir eh nicht tragen. Die beiden behalten wir nochmal. Da kann man vielleicht noch was mit anfangen. Schauen wir mal. Ansonsten gibt es hier noch mehr zu entdecken und einzusammeln. Ich war doch der Meinung, genau hier auch eine Kiste erspäht zu haben. Wir können auch hier die Pferde nehmen, auf der anderen Seite. Aber wie schön ist das bitte hier, in diesem Wald, an diesem Fluss. Ein Diamantschild, ein langes keltisches Schwert, starke Kettenringe. Sehr schön. Auch das sind interessante Materialien. Auch das ist, ja, das ist sogar abgetragen. Das werden wir auch zerlegen. Wir brauchen ja einiges an auch gutem Material, um unsere Sachen weiter zu verbessern. Und das Schwert hier werden wir auch zerlegen. Ihr gewöhnliches Material, was haben wir noch bekommen? Nur gewöhnliches leider. Das ist äußerst schade. Nun gut, okay, dann kehren wir aber zurück. Wir waren ja eigentlich auf dem Weg in unser Lager. Und kehren dann auf die Karte zurück. Sind wir auch gleich wieder aus dem gefährlichen Gebiet raus. Und werden jetzt hier den Außenposten betreten.
Okay, dann schauen wir mal. Und wir werden uns dann in gewohnter Manier hier mal durch unser Lager kämpfen. Sagt man, ist das auch neu hier? Der Nera steht hier am Markt. Und wen haben wir hier? Iurka. Auch interessant. Bei dir kommen wir auch vorbei. Okay, aber wir gehen zuallererst mal. Cäsus hier. Auch interessant. Okay, fangen wir mal hier mit Cäsus an. Wir werden uns jetzt Wart wieder ihr ein sowohl bisschen. in Griechenland als auch in Ägypten? Afrika Was habe ich braucht ihr, außerdem. mein Freund? Ich wollte Lucullus wirklich rächen, aber meine Frau hatte gerade ein Kind bekommen. Und auf dem Hof lief alles gerade gut. Ihr wisst, wie das ist. Ihr habt vor allem einen schlimmen Sonnenbrand und jede Menge Sand in der Unterwäsche verpasst. Aber die Bezahlung war gut. Okay, ich wollte dem Gespräch noch zuhören. So, was, Cäsar, wie sieht's aus? Was denkt ihr darüber, für Loco zu arbeiten? Fühlt sich an, wie in einer Fuchsfalle zu sitzen. Bisher war er uns immer einen Schritt voraus. Aber jetzt fühlt es sich an, als ob wir ein Spiel nach seinen Regeln spielen. Er hält alle Spielsteine in der Hand und alle Würfel. Ehrlich gesagt, ich weiß nicht, wie wir gewinnen können. Wir müssen wohl unsere eigenen Regeln machen. Dafür bin ich nicht der Richtige. Ich denke mir keine Regeln aus. Ich befolge sie. Ja, das stimmt. Dafür ist er in der Tat nicht der Richtige. Gefällt es euch hier in Gallia? Was sollte man hier mögen? Es ist feucht und kalt. Aber zumindest werde ich nicht in meiner Rüstung gekocht, wie damals in Afrika. Wisst ihr, ich war schon einmal in Lutetia. Lasst euch nicht von den lächelnden Gesichtern täuschen. Die Gallier sind ein raues Volk. Ich wollte euch danken, dass ihr hergekommen seid, um zu helfen. Das hättet ihr nicht tun müssen. Macht ihr Scherze? Ich würde mir die Gelegenheit nicht entgehen lassen. Lucia und unser Kind sind sicher in eurer Villa. Außerdem, niemand kann Ceso Quinctius Aquilinus zähmen. Und wir sind froh, ihn mit dabei zu haben. Wie ist die Moral der Legion? Fragt Orestes. Soweit ich sagen kann, sind sie ausgesprochen loyal zu euch. Aber die meisten haben Vorbehalte gegen den Konsul. Und natürlich besteht die Möglichkeit, dass wir weitere Wixi-Spione in unseren Reihen haben. Wir können nie sicher sein, wann oder wie sie das nächste Mal zuschlagen. Ja, das ist auch wahr. Okay. Weitermachen. Es wäre tatsächlich interessant, nochmal mit Orestes zu sprechen. Wir haben ja bisher immer mit ihm gesprochen, als die Moral so, naja, sehr überschaubar war. Aber wir haben sie ja zuletzt sehr erhöht. Das wäre tatsächlich mal interessant zu sehen, wie er das Ganze jetzt beschreiben würde. Dann schauen wir mal hier. Thema Kriegslisten. Aus dem Schildwall können wir jetzt einen Gegenangriff oder die Centuriones zurückziehen. Das bringt uns hier. Ja, das schützt hier die. Oder verstärkt uns ein bisschen in der Kavallerie. Hier ist die Kavallerie geschwächt, aber es verstärkt die Artillerie. Ja, ich würde hier tatsächlich mal den Gegenangriff auswählen, dass wir hier nicht zu schwach werden, was die Kavallerie angeht. Dann schauen wir noch mal bei Nase vorbei, aber ich bin der Meinung, da. Legate, ich stehe euch zu Diensten, wie immer. Sehr schön, wird nichts weiter gehen außer Lazarett. Ja, das ist aber nicht das Problem. Okay, dann marschieren wir mal hier hoch in unser Zelt. Wo ist denn Orestes? Sich einen neuen Platz gesucht? Steht noch immer hier. Na gut, wir werden ihn schon finden. Drin ist es ihm draußen zu kalt. Nun gut. So, Gratis-Auffrischung haben wir keine mehr. Aber wir können das Ganze hier noch für Geld und gewöhnliches Material auffrischen. Das werden wir auch tun. Auch Pilum 1. Auch die Rauchbombe hier. Auch die Pila für Bestia. Oh, ein Ölkrug für eine Fackel. Da machen wir auf jeden Fall das griechische Feuer. Oh, kennen wir nicht. Da fehlt uns jetzt Salpeter. Das ist doof. Aber wir werden auch die Pila für Deianira auffrischen. Und hier auch hier die Verbände. Leinen haben wir jetzt viel.
Ach, und das mit der Fackel. Das ist aber irgendwie ein schlechter Deal, finde ich. Aber wir machen das erstmal. Und dann sprechen wir mal mit ihm. Unsere Ausgangsposition ist nicht günstig, aber wir müssen durchhalten. Wir kämpfen in einem fremden Land gegen fähige Krieger, die das Gelände in- und auswendig kennen. Trotz alledem ist es ein guter Anfang. Aber manche Situationen erfordern eure persönliche Aufmerksamkeit. Ihr werdet euch um Probleme kümmern müssen, sobald sie auftreten. Aber natürlich. Also so wie immer, ha? Huh? In der Tat, so wie immer. Es ist wichtig, die Gallier nicht zu unterschätzen. Sie mögen Barbaren sein, aber sie sind formidable Krieger. Sie sind noch dazu gut bewaffnet und listreich. Ein erobertes Land kann sich schnell in ein Nest der Rebellion verwandeln, wenn wir nicht aufpassen. Erwartet ihr etwas besonders Interessantes? Gallia ist ein interessanter Ort, voll von fremden Göttern und einer Vielzahl an unterschiedlichen Stämmen. Es ist am besten, auf der Hut zu sein. Das klingt nach reiner Zeitverschwendung, das wird unsere Camilla jetzt nicht sagen. Ich möchte nicht, dass meine besten Leute mit solch trivialen Dingen ihre Zeit verschwenden. Ich weiß nicht, was genau meint er? Oder meint sie? Es ist eine merkwürdige Situation, das gebe ich zu. Diese Aufgaben sind nicht wichtig genug, um eure persönliche Aufmerksamkeit zu rechtfertigen. Und dennoch verlangen sie es, nun ja, ernst genommen zu werden. Okay, sie sprechen über die Befriedungsmission, wo Camilla ja nie dabei ist. Na schön, sag mir Bescheid, wie üblich. Natürlich, Legate. Es ist immer am besten, sofort auf solche Entwicklungen zu reagieren. Die Legio Victrix kämpft nun an zwei Fronten. Wir können uns keine Ablenkungen erlauben. Ave, Legate! Dann fragen wir ihn jetzt mal zu der Moral. Ich kann nur berichten, dass alles gut ist. Natürlich gibt es ab und zu etwas Gemurre, aber das ist beim Militär normal. Die Legionari respektieren euch. Und was sagt er zur Mannstärke? Die ist, glaube ich, auch auf Maximum. Legio Victrix ist bei voller Stärke, Legate. Was immer ihr von den Männern braucht, sie sind dazu bereit. Ich glaube fest daran, dass Legio Victrix mit noch etwas mehr Erfahrung bald die beste Streitmacht sein wird, die Rom je gesehen hat. Na, sehr schön. Ich hoffe, es geht euch gut, Turius. Sehr schön. Gut, dann werden wir hier zum Abschluss jetzt in dieser Folge. Unsere Runde werden wir dann noch weitermachen. Werden wir aber hier mit Synnoros nochmal sprechen. Domina. Warum sollten die Gallier Rom angreifen? Sie würden es nicht tun. Mhm. Unter der Herrschaft von Vercingetorix war Gallia aufgestellt, ein ebenbürtiger Gegner für Rom zu sein. Ihre Position war sehr sicher. Ein Angriff wie dieser ergibt aus taktischer Sicht überhaupt keinen Sinn. Ich denke, dass jemand anderes dahinter steckt. Entweder das oder alle Gallier haben urplötzlich ihren Verstand verloren. Zweiteres ist eher unwahrscheinlich. Die machten jetzt auch bei diesem Treffen nicht den Eindruck, als seien sie irgendwelche wilden, ausschließlich kriegslüsternen Barbaren, ganz im Gegenteil. Was wisst ihr über Gallier? Die meisten Römer halten Gallier für ein Land, das von unkultivierten Barbaren bewohnt wird. Die Wahrheit könnte nicht ferner liegen. Gallier ist die Heimat der grimmigsten Krieger, die du außerhalb der Republik finden kannst. Bis vor kurzem war das Land zersplittert zwischen zahllosen Stämmen und Häuptlingen. Nun aber hat Vercingetorix das Unmögliche erreicht. Er hat sie alle geeint. Mit welchem Ziel? Wer weiß. Einheit und Frieden sollten wir hoffen. Aber wahrscheinlicher sind Eroberungen und Ausweitung ihrer Gebiete. Er sieht müde aus, mein Freund. Ich bin ein alter Mann. Mein Verstand mag noch scharf sein, doch meine Gebeine sind müde. Ich bin dennoch zufrieden, dank euch. Ich denke oft an jenen Tag in Griechenland zurück, an dem ich meinem alten Rivalen gegenüberstand. Es fühlt sich gut an, dass ich ihn ehrlich besiegen konnte. Wenn unsere Arbeit getan ist, kann ich vielleicht am Ende doch in meine Heimatstadt zurückkehren und dort in Frieden sterben. Ach, das wäre ihm zu wünschen. Ich werde tun, was immer ich kann, um das zu ermöglichen. Ich danke euch. Das bedeutet mir sehr viel. Okay, Vale.
Gut, ja, dann haben wir wie gesagt im Lager noch einiges zu tun. Damit werden wir dann aber in der nächsten Folge weitermachen, bevor wir dann gegen die Helveti vorgehen. Also, bis dahin, macht es gut, euer Henri.